Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, hier zum WWE 2K16 Universe Modus in Clash of Legends. Geht es jetzt weiter in Woche 3 auf dem Weg zur Survivor Series und ich habe mir jetzt endgültig mal Gedanken gemacht, was wir denn so Schönes bei der Survivor Series erwarten können, was Sinn machen würde, auch im Hinblick auf langfristige Stories, die sich wohl so angedeutet haben oder sich noch andeuten werden. Und was auch in eine Survivor Series in einem Pay-Per-View als Match so reinpassen könnte. Denn wir haben immer wieder festzustellen, dass wir wenig Herausforderer für die Haupttitel eigentlich aktuell haben. Bis so ziemlich gar keine. Gut, wir haben immer noch die Fehde zum Beispiel zwischen Undertaker und Stone Cold um den Undisputed Championship. Das ist natürlich noch nicht zu Ende, das ganze Ding. Aber ansonsten mit Kevin Owens, seinem WWE-Heavyweight-Titel, da ist momentan nichts los. Stone Cold hat nicht wirklich einen ernsthaften Herausforderer auf seinen WWF-Titel, Championship. Also da ist irgendwie alles so ein bisschen in der Schwebe gerade. Und da passt so ein Survivor Series Pay-Per-View ganz gut, denn dort kann man schöne, schöne Matches machen. Was ich mir aber zunächst mal überlegt habe, Survivor Series hat ja klassisch immer so ein Tag-Team Multi-Man-Match quasi. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie in Real irgendwie so ein 10 vs. 10 Tag-Team-Match gemacht oder so ein Kram mit Team Raw gegen Team SmackDown. Und sowas ähnliches bietet sich natürlich hier auch an, denn wir haben ja hier die Raw 2K16, die modernen Leute gegen die Oldschool Raw. Und auch da bietet sich Tag-Team-technisch was an. Allerdings habe ich hier nicht die Möglichkeiten, bei WWE 2K16 irgendwie so riesen Matches einzustellen. Die gibt es einfach nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist ein 3 vs. 3 Tag-Team-Match. Und dann müssen wir halt gucken, wer nimmt daran teil. Also ich kann natürlich aus dem Tag-Team-Bereich da Mannschaften auswählen, aber die sind halt schon zu zweit und dann habe ich nur noch einen dritten Mann. Das wäre natürlich ein bisschen Quatsch. Deswegen habe ich das jetzt anders gemacht. Und zwar habe ich mir die Leute, die bisher als Tag-Team gesiegt haben, hier auf dem Weg zur Survivor Series, habe ich mir schon mal markiert. Wir hatten da zum Beispiel bei Raw 2K16 Edge und Christian als Sieger und habe mir dann einfach die sozusagen die Leader von ihrem vom Tag-Team genommen. Also in dem Fall wäre das natürlich Edge von Edge und Christian. Und das ist dann der erste Teilnehmer vom 3 vs. 3 Tag-Team Elimination Match bei der Survivor Series. So. Heute werden wir sehen, haben wir noch zwei weitere Tag-Team-Matches, sodass wir dann den zweiten und dritten Spot von diesem Match auch noch voll bekommen für die Team, für das Team Raw 2K16 und für das Team der Oldschool Raw werden wir das ähnlich machen. Da haben wir allerdings auch schon zwei Tag-Team-Matches gesehen und dort hat sich dann letztlich Mr. Perfect qualifiziert und Kevin Nash von ihren entsprechenden Teams, die bereits gewonnen haben. So, und auch da werden wir natürlich jetzt in Woche 3 bei der Oldschool Raw dann entsprechend noch ein Tag-Team-Match sehen zwischen zwei Mannschaften oder zwei Tag-Teams meiner Wahl, bei denen ich der Meinung bin, die hätten eine weitere Chance auf diesen dritten Spot oder eine Chance verdient. So, das ist erstmal das, was euch erwarten kann als ein Tag-Team-Match sozusagen. Elimination 3 vs. 3. Und ja, da werden wir mal schauen, wie dann so die Chemie zusammenkommt zwischen diesen drei ja doch einander wahrscheinlich relativ fremden Leuten im 3 vs. 3. So, dann habe ich mir überlegt, wenn wir doch Folgendes haben. Also ich habe mal aufgeschrieben, Kevin Owens ist irgendwie bei Raw 2K16 hier mittlerweile oder auch in der aktuellen Card, die wir uns gleich anschauen, einfach ohne Herausforderer. Stone Cold hat keinen ernsthaften Gegner bei der Oldschool Raw. Also er fädet ja gegen den Undertaker bei WWE Legends, aber irgendwie in der Oldschool Raw stellt sich ihm keiner entgegen. Gut, er hatte jetzt das Triple Threat gehabt mit Ted DiBiase und hat das auch versehentlich verloren und bla bla bla. Aber in Wirklichkeit ist das ja kein ernsthafter Gegner für ihn, das wissen wir alle. Also ist auch da irgendwie so ein bisschen Not am Mann. Dann haben wir noch den Ultimate Warrior, auch bei der Oldschool Raw, auch der Intercontinental Champion seit gefühlten Ewigkeiten, stellt sich ihm kein Mensch entgegen. Auch der braucht irgendwie was zu tun. Ja, und dann haben wir noch John Cena, der aktuell zwar den Titel, den US-Titel hat und gegen Kurt Angle fädet, aber der mega frustriert ist, weil er ein Match nach dem anderen gegen Kurt Angle in letzter Zeit verloren hat, außer das Match auf dem letzten Pay-Per-View. Da hat er einmal gewonnen, aber wir können mal gerade schauen. Bei der Fehde hier kann man das ja nachlesen. Wir hatten hier erst im September die Fehde, da hat er noch
gewonnen zweimal nur, dann hat er zweimal verloren, dann hat er beim Pay-Per-View gewonnen, hat verteidigt, dann hat er wieder gewonnen, verloren, hat aber beim Pay-Per-View wiederum gewonnen und jetzt im November hat er schon wieder zweimal verloren und ich glaube, der Frust, der ist schon da bei John Cena, weil er einfach nicht gegen Kurt Angle ankommt. Beim Pay-Per-View reicht es immer irgendwie so gerade, aber der ist, glaube ich, inzwischen schon ziemlich frustriert und der fürchtet, dass er seinen US-Title bald abgeben muss. Und die vier, die ich gerade genannt habe, die werden auf jeden Fall auch in einem Elimination-Match sich begegnen, wo es wirklich nicht direkt um einen Titel geht oder so, sondern einfach, wo die vier Titelträger gegeneinander antreten. Und auch da geht es natürlich darum, zu sehen, wer kann denn hier eigentlich siegen. Die Vertreter von Raw 2K16, also ist es hier Kevin Owens oder John Cena oder eben Stone Cold oder der Ultimate Warrior. Auch die müssen sich dann irgendwie in einem solchen Elimination-Match behaupten zu viert. Ja? Also da werden wir auch ein 2-vs-2 Tag-Team-Match sehen, also ein bisschen mehr Tag-Team-Action hier beim Pay-Per-View Survivor Series, aber das ist auch okay. Und dann ist das entsprechend, denke ich mal, auch ganz ordentlich. Dann haben die auch was zu tun, abseits dieser John Cena-Kurt Angle-Fehde. Die wird natürlich auch auf dem Pay-Per-View ausgetragen. Wir haben ja 7 mögliche Matches dort, also kein Problem. Aber das werden wir auf jeden Fall machen. So, dann habe ich mir als drittes noch überlegt, auch ein spezielles Match zu machen. Und zwar, das können wir schon mal anschauen. Oder das können wir schon mal hier, kann ich schon mal announcen quasi, kann ich schon mal bekannt geben. Wir haben ja hier die Fehde Stone Cold und den Undertaker. Wir haben gleichzeitig aber immer noch den Multiple Champion Kevin Owens, der vielleicht auch Lust hat, in das Geschehen einzugreifen. Und wir haben, da komme ich gleich noch zu. Es wäre hier die Idee, einfach ein Elimination Chamber Match zu machen. Denn wir haben ja hier in der Abfolge der verschiedenen Pay-Per-Views kein Elimination Chamber dabei. Wir haben TLC noch, wir haben Royal Rumble, Fastlane und dann WrestleMania. Und wir könnten jetzt einfach mal statt einen Pay-Per-View rund um die Elimination Chamber zu bauen, könnte man natürlich auch gut argumentieren, dass das bei Survivor Series einfach passiert. Also ein Elimination Chamber Match mit den vier Kapseln, wie man es kennt, zwischen dem Undertaker, Stone Cold, Kevin Owens dann auch und einem unbekannten Gegner, den ich dann erst beim Pay-Per-View auch bekannt geben werde, der ja sozusagen eine Art Wildcard-Gegner ist, der sich da auch ins Geschehen einschaltet. Und da wird es natürlich um nichts anderes als den WWE Undisputed Titel gehen, der ja hier bei WWE Legends eigentlich verteidigt werden muss. Aber wie gesagt, da hatten wir bisher Undertaker und Stone Cold, also der Beef ist immer noch real. Und dann wird jetzt KO und noch ein vierter unbekannter Wrestler hinzukommen, der sich diese Chance dann entsprechend wohl auch verdient. Ja, und dann haben wir ein Elimination Chamber Match, ebenfalls jetzt auf dem Pay-Per-View, und dann ist das, glaube ich, eine ganz schön spannende Karte, die sich rauskristallisiert. So, das erstmal hier vorab, dass ihr ein bisschen wisst, in welche Richtung das so geht, Richtung Pay-Per-View, und dann haben wir hier unsere Card. Brock Lesnar fehlt ja aktuell gegen Seth Rollins, da gab es diese interessante Random-Begebenheit. Brock Lesnar hat sich mit Roman Reigns verbündet und Seth Rollins mit Bray Wyatt, so völlig random. Und Brock Lesnar wrestelt aber auch einfach so den Opener heute mal durch gegen Stardust. Das ist soweit erstmal okay. Ich komme gleich noch zur Fehde, die ist weiter unten. Da haben wir nämlich auch eine richtig interessante Ansetzung. Dann haben wir als zweites Match, um hier den zweiten und dritten Spot jeweils zu vergeben, also im zweiten und dritten Match, ein Tag Team Match erstmal, die Evolution gegen Team Hell No. Zwei wirklich sehr, sehr fähige Tag Teams hier. Und Team Hell No natürlich auch mit einem erfolgreichen Titelrun schon auf WWE Legends. Und die werden es hier unter sich ausmachen, wer den zweiten Spot bekommt. Und The New Day haben zwar ihr erstes Match verloren gegen Edge und Christian, glaube ich. Aber die werden nochmal eine Möglichkeit bekommen, als Lucky Loser, wenn du so willst, gegen die Ascension weiterzukommen. Oder halt die Ascension kommt weiter und besetzt dann mit Connor hier, Victor an der Stelle, den dritten Spot für Team Raw 2K16. So, das sind diese beiden Matches. Dann haben wir noch Rikishi gegen Ryback, also Rikishi jede Woche am Wrestlen. Auch der schwingt sich vielleicht zu größerem auf in diesem Match, mal gucken. Dann haben wir natürlich noch diese John Cena-Kurt Angle-Fehde nach wie vor. Und John Cena ist so frustriert, er tritt auch schon nicht mehr direkt gegen Kurt Angle an, sondern gegen Shane McMahon. Ob das ein leichterer Gegner ist, ich bezweifle es ja so ein bisschen, aber okay.
John Cena hat es sich wohl so ausgesucht. Und als Main Event, und das werden wir uns dann anschauen, haben wir hier Dean Ambrose gegen Seth Rollins mit seinem anscheinend neuen Manager Bray Wyatt, der ihm versucht, irgendwie mit Psychospielchen Selbstvertrauen zu geben oder Dean Ambrose zu verunsichern. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und das ist natürlich auch die Fehde, wo Brock Lesnar eigentlich eine Rolle spielt. Und ich bin mal gespannt, ob wir da irgendwie ein Eingreifen von ihm sehen oder was da passiert. Das werden wir uns dann gleich in Ruhe anschauen. So, erstmal simulieren wir hier den Opener Brock Lesnar und Stardust. Na klar, Brock Lesnar gewinnt. Alles andere wäre ja auch irgendwie nicht ernst zu nehmen. So, dann haben wir den zweiten Spot für unser 3 vs. 3 Tag Team Elimination Match für Team Raw 2K16 zu vergeben. Und tatsächlich holt sich das Randy Orton gegen Daniel Bryan. Also Randy Orton hier als Teamleader für die Evolution auf dem zweiten Platz sozusagen bei Team Raw 2K16 zusammen mit Edge und zusammen mit, das sehen wir hier, tatsächlich The New Day. Also Kofi Kingston darf als drittes Member hier gegen, als dritter Teilnehmer mitmachen bei Team Raw 2K16 und gegen die Old School Raw unter anderem Mr. Perfect und Kevin Nash und noch entsprechend eine weitere Person, die sich dann aus dem Tag Team Match bei der Old School Raw, was ja noch kommt, herauskristallisieren wird. Okay. So, Rikishi und Ryback. Da hätten wir einmal Ryback mit dem Sieg. Also Rikishi immer noch nicht so dominant, wie er es vielleicht gerne hätte. Ryback jetzt schon mit mehreren Siegen in den letzten Wochen. Mal gucken, ob daraus noch was entsteht. Ja, und dann hätten wir hier John Cena gegen Shane McMahon. Und der Herausforderer Kurt Angle hat dem Champion John Cena mehr als klar gemacht, dass er seinen Titel bald verlieren wird. Ja, ich sag's ja, John Cena gewinnt zwar, aber ob das so für Selbstvertrauen sorgt, das wird erstmal abzuwarten sein. Denn Kurt Angle will ihn auf jeden Fall, will ihm den Titel nehmen beim Pay-Per-View. Und John Cena muss ja dann auch erstmal dieses Elimination Match auch erstmal absolvieren zusammen mit Kevin Owens gegen Stone Cold und den Ultimate Warrior. Also das wird bestimmt auch krass. Da muss er nämlich zwei Matches worken beim Pay-Per-View. Also das wird spannend. Und jetzt gehen wir in unser Match hier rein. Dean Ambrose gegen Seth Rollins und Bray Wyatt. Und da bin ich mal äußerst gespannt. Und ich bin ebenfalls mal gespannt, ob wir da irgendwas Besonderes beim Einzug sehen werden. Deswegen mache ich den an der Stelle ausnahmsweise mal an. Auch auf die Gefahr, dass mir das irgendwie weggeclaimt wird oder so. Aber ich will einfach wissen, wie jetzt der Einzug von Seth Rollins aussieht, wenn Bray Wyatt dabei ist. Das fände ich jetzt dann doch mal interessant, ob das das Spiel irgendwie hinkriegt. Oh, da sind sie ja schon. Also Einzüge doch aus. Was? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn? Was hat er denn jetzt damit zu tun? World's Strongest Man Mark Henry, okay. Was hat denn der mit Bray Wyatt zu tun? Sollte nicht eigentlich Bray Wyatt rauskommen? Nö. Mark Henry setzt sich auf den Stuhl und Seth Rollins startet jetzt sein Match gegen Dean Ambrose. Aber Bray Wyatt steht noch außen rum? Noch Fragen? WTF? Okay. Also die Randomness verstehe ich jetzt nicht so ganz. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber okay. Oh, Flying Crossbody von Dean Ambrose hier zu Beginn des Matches. Und der hat ja schon mal richtig Bock. Aber trotzdem, das ist ja super bescheuert. Warum kommt Mark Henry raus gegen Dean Ambrose? Der sitzt da auch noch. Totales Interference-Match hier, oder was? Okay. Alles klar. So, jetzt haben wir erstmal einen Outside-Brawl. Aber Mark Henry bleibt auf seinem unsichtbaren Stuhl erstmal sitzen. Ach so. Boah, krasser Suplex hier von Seth Rollins. Der kommt nochmal zurück. Und jetzt Bray Wyatt schaut sich das an und sagt, na, ob ich da wohl gleich mal eingreifen werde. Aber noch sieht es ja gut aus für seinen Schützling Seth Rollins. Von daher. So, beide erstmal zurück hier.
Und ein Bulldog von den Ambrose, sehr schön. Sehr, sehr gut. So. Oh, schöner Northern Light Suplex hier von Seth Rollins. Also, Dean Ambrose kassierte ganz ordentlich inzwischen. Jetzt wird er nochmal gekontert. Boah, schöner Reverse DDT. Oh, Verzeihung. So. Erstmal ein Whip-In hier an Seth Rollins. Und Dean Ambrose hat scheinbar Beef mit Mark Henry. Das verstehe einer, wer will. Der Stuhl ist wieder da, okay. Aber was macht jetzt Bray Wyatt? Der ist ja auch noch dort. Der ist jetzt irgendwie weg. Okay, Seth Rollins nutzt die Gelegenheit und schlägt Dean Ambrose erstmal kaputt. Ich verstehe zwar nicht so ganz, was... Ja, Mark Henry geht, er ist zufrieden, aber was hat denn jetzt Brock Lesnar mit der ganzen Feder am Hut? Das verstehe ich nicht so ganz. Dass Bray Wyatt jetzt Seth Rollins helfen möchte, kann ich verstehen, aber alles andere ist eher so ein bisschen, hä? Komisch. Nun gut. Also im Prinzip, wenn man so will, ist das ja schon fast ein Handicap-Match hier gewesen gegen Dean Ambrose, der gegen Seth Rollins, Bray Wyatt und Mark Henry ran musste. Also zumindest indirekt. Lol. So, Dean Ambrose wird jetzt angezählt hier. Die Crowd ist auch total still. Die interessiert das alle gar nicht. Okay, wir waren schon bei 9 übrigens. Also das war knapp. Seth Rollins Strategie oder Taktik wäre fast aufgegangen hier. Interessant. Oh, also eine Art Impaler Bulldog oder sowas. So, Bray Wyatt lenkt Dean Ambrose ab. Und Dean Ambrose hat es ja richtig schwer. Erst Mark Henry, jetzt Bray Wyatt, Frankensteiner. Oh, beziehungsweise Hurricanrana. Und Seth Rollins will Feierabend machen. Oh, der arme Dean Ambrose. Und Brock Lesnar macht gar nichts? Ehrlich? So, Pedigree. Schuss. Oh, Dean Ambrose blutet sogar irgendwie. Ist busted wide open. Aber Seth Rollins? Okay, covert jetzt erst. Ach, wegen dem Leverage Pin. 1, 2, 3. Dean Ambrose chancenlos. Ich schreibe mir mal drunter ganz dick WTF. So, Bray Wyatt. Was? Was macht. Was? Was ist das denn? Ach so! Was ist das denn? Alle gegen alle? Okay. Hä? Hä? Ich kann nicht mehr. Was ist das denn? Hä? Alter Universe, was ist denn mit dir los? Ah, oh, nee, Leute, das ist zu viel für mich. Das ist echt zu viel. Okay. Nochmal zum Mitschreiben, ja? Letzte Woche. Ich gehe erstmal raus hier. Das ist doch crank. Hä? Nein, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Brock Lesnar und Roman Reigns retteten Dean Ambrose vor einem wütenden Angriff durch das Team von Seth Rollins. Aber das passte doch in der Zwischensequenz gar nicht. Roman Reigns hat doch mit dem Stuhl auf Dean Ambrose eingeschlagen. Ey, was? Der hat doch auf Dean Ambrose eingeschlagen. Hä? Erstmal das passt ja schon mal gar nicht.
Also die Zuordnung war völlig falsch. Dann war Mark Henry vorher im Match, kommt dann wieder rein mit Brock Lesnar, wo eigentlich Roman Reigns hätte mit reinkommen müssen. Das hätte ja Sinn gemacht. Nein, Mark Henry kommt zurück out of nowhere. Was ist das denn, Universe? Du hast es total verkackt. Das ist ja total verkehrt gewesen. WTF? Alle gegen alle, okay. Nun gut, ja. Also, das ist hier die Survivor Series-Rivalität. Alles klar. Oh, interessant. Dann haben wir jetzt möglicherweise noch ein neues Match. Ne? Das ist ja interessant. Dann haben wir hier möglicherweise tatsächlich eine neue, ein neues Survivor Series-Match hier. Dass sich hier rund um Brock Lesnar und Seth Rollins dreht. Das wusste ich auch nicht. Okay. Ja, das sind die Rivalitäten hier. Dann wird das quasi automatisch zur Survivor Series Rivalität. Da muss ich mal gucken, wie das matchtechnisch dann aufgebucht wird quasi beim Pay-Per-View. Da bin ich noch nicht ganz so sicher. Krass. Ja gut. Also wir müssen uns jetzt quasi vorstellen, tatsächlich hat Roman Reigns zusammen mit Brock Lesnar Dean Ambrose gesaved, nachdem der von Seth Rollins, Mark Henry und Bray Wyatt angegriffen wurde. Es war zwar anders dargestellt in der Cutscene, aber das passte halt nicht mit der Zuordnung. Super programmiert, 2K. Oder Jux. Toll. Wirklich super. Oh Mann, ey. Das war ja wieder ein totaler Abfuck-Moment. Okay. Gut, also Dean Ambrose verliert das Match. Das würde ich ganz gerne nochmal hier aufschreiben. Seth Rollins siegt. Und wir haben hier Rettung durch Brock Lesnar und Roman Reigns. Alles klar. Ich bin mir zwar nicht sicher, wie das... Da wird vielleicht auch noch ein 3 vs. 3 Tag Team Match aufgebaut, ne? Brock Lesnar, Roman Reigns und Dean Ambrose gegen Seth Rollins, Bray Wyatt und Mark Henry dann, ne? Naja, ob ich das so gerne haben will, weiß ich nicht, weil dann hätte ich 2x3 vs. 3 3 vs. 3 Tag-Team-Matches. Ich habe ehrlich gesagt wenig Lust, die gleichen Matches mit unterschiedlichen Teilnehmern auf dem Pay-Per-View zu haben. Ich werde mal schauen, was ich mir da einfallen lasse. Irgendwas werde ich auf jeden Fall machen, damit wir diese Feder auch sehen. Ob es dann 3 vs. 3 ist oder irgendwas anderes, das schauen wir dann mal. Okay, ja, interessant. Also das kam wirklich out of nowhere. Okay, dann war die Folge jetzt ein bisschen länger, total WTF-mäßig. Aber gut, haben wir halt gesehen, ist okay. Und ja, wir sehen uns dann bei WWE Legends wieder hier in Woche 3. Ich bin jetzt erstmal raus. Auf Wiedersehen, euer Tastenhauer.